Der Bus war wirklich das Herzstück der Kelly Family. So hat alles angefangen. Dieses Bus bringt mich zurück in meine Kindheit, meine Eltern, Kelly Family. Wir haben in diesem Bus gereist. Wir haben hier drin geschlafen. Meine Mutter hat unten gekocht. Das war alles, was wir hatten. We had covered that road for so long. Von 76 bis 78, bis wir den Bus hatten, haben wir mit einem kleinen VW-Bus gereist. Die ganze Familie, oben Riesengepäck. Es war unmöglich, es war Wahnsinn, es war so eng. Und dann haben wir 78 dieses Bus gekauft. Da war ich ja 6 Jahre jung. Da kann ich mich erinnern, wie dieses Bus abends kam, beleuchtet alles an hier. Und die Türen gingen auf und wir sind alle reingestürmt. Aber für uns war das riesig. Und wir sind alle reingerannt und jeder hat sich seinen Platz gesichert. Mein Platz, mein Platz. Also wenn ich hier drin bin, dann kommen halt quasi meine Kindheit hoch. Na, dann öffnen wir doch mal die Tür zu seiner ganz besonderen Kindheit. Hallo, große Schwester. Hier hatte meine Mutter quasi ihre Küche. Und auf der anderen Seite war halt ein Waschbecken. Und sie hat sich um alles gekümmert. Und sie hat immer ein Läschchen gehabt. Ich und Jimmy haben immer hier wie die Affen gehangen. Ne? Und, oder er auf der anderen Seite, haben uns gegenseitig immer getreten. Ne? Und einmal ist Jimmy runtergefallen. Er hat sich ganz schön wehgetan. Kann man sich gar nicht vorstellen, so wenig Platz für so viele Leute. Das Bus war quasi unser Zuhause zwischen 78 und 88. 10 Jahre. Ich habe es nie als eng empfunden. Also ich fand immer, wir haben genug Platz gehabt. Wir waren zwar viele hier drin und trotzdem gab es eine Ordnung. Es gab wenig Platz für, sag ich mal, für eine Extrawurst. Es gab, sag ich mal, wenn einer, ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich, sag ich mal, doof war oder habe mich falsch verhalten, habe ich eigentlich von meinem Vater wenig Ärger bekommen, sondern eher von meinen älteren Schwestern. So sind sie, die großen Schwestern. Und von denen hattest du ja einige. Wir haben oben alle geschlafen. Alle paar Jahre kam noch ein Kind. Ich weiß gar nicht, wie meine Eltern sich irgendwie, wie das funktioniert hat, dass wir uns immer vermehrt haben. Aber das war einfach so. Die Kinder kamen. Schauen wir uns das ehemalige Übernachtungsparadies genauer an. Es ist wirklich, also irgendwie hat der lieber Gott entschieden, die Kellys müssen alle im Bus passen. Also hier fehlen nicht mehr viel, das sind 3 Zentimeter oder so. Ne? Und hier hinten war Kathy, die Kinder, die Kleinen. Also hier war komplett, hier war King-Size-Bett. Ja? Und ich war früher drüben, rechts. Da habe ich dann gepennt mit Jimmy. War alles offen. Es gab Gardinen, dass man halt quasi nicht reinschaut, wenn man halt irgendwie am Haus geparkt hat. Aber es gab hier keine Trennung. Es war alles halt quasi Open Air. Es war einfach ein Leben halt wie Bohemians, sagt man auf Englisch. Sehr, sag ich mal, frei. Mein Vater sagte immer, ich will frei leben. Ich will frei ohne Angst leben. Mir hat nichts gefehlt. Ich weiß, viele von meinen Geschwistern haben da drunter manchmal so gelitten, dass sie dann halt, wenn wir jetzt irgendwo waren, und dann waren wir weg, hat man Freundschaft. Aber ich nicht. Vielleicht bin ich auch jemand, der nicht wirklich Freunde braucht. Ich habe eine Handvoll Freunde, aber ich hatte früher als bester Bruder, war mein Bruder Jimmy, wir waren nur knapp 2 Jahre auseinander und wir haben alles gemeinsam gemacht. Alles, wir waren halt, und somit hat man halt immer einen Spielkamerad gehabt und deswegen habe ich selber darunter nicht gelitten, dass wir halt ein paar Monate in Köln gespielt haben oder Wochen und dann halt nach Berlin und dann nach Paris und nach Madrid. Für mich war das wie so ein Rollercoaster.
einfach immer jeden Tag woanders, auf der Straße gespielt. I danced in the morning when the world was young. I danced in the moon and the stars and the sun. I came down from heaven and I danced on earth. At Bethlehem I had my birth. Ich glaube, die Leute waren sehr fasziniert über diese Familie, die anders eingezogen ist. Also wir waren alle so folklorisch. Wenn ich diese alten Bilder sehe, wie wir die Kelly Family mit dem Bus in Köln, ich glaube am Domplatz, fahren und dann kommen alle hinten aus der Tür rausgelaufen und so vom Kleinsten bis Größten. Und damals war Paddy der Kleinste, der war auf Mamas Arm. Und dann kam Barbie, dann kam ich, dann kam Jimmy, Patricia, Johnny, Kathy, Carolyn, Paul und Danny. Genau, das waren und meine Eltern natürlich. Wenn ich die Bilder sehe, denke ich, wow, und crazy, wie haben meine Eltern das geschafft, uns zusammenzuhalten und happy und keiner hat gejammert oder gemeckert. Also ich muss sagen, Hut ab. Also ich wusste nicht, wer sowas machen kann. Und dann hat man halt auf der Straße gespielt. An kalten Tagen, Regnetagen war es schwierig, also wir haben wenig verdient. An besseren Tagen haben wir schon gut verdient. Und wir sind mit dem Korb rumgegangen. Das war mein Job. Also mein Job war, 15 Jahre lang habe ich auf der Straße zweimal die Stunde bin ich mit dem Korb rumgegangen. Ich konnte das gut. Ich kann das heute gut. Ich kann mit dem Korb gut rumgehen. Aber bei so vielen Kindern ist das Geld auch so rein und da raus geflogen für Essen oder Schuhe. Schuhe zum Beispiel, das lief so, dass ich dann halt immer die Schuhe getragen habe von meinem Bruder Jimmy. Und er hat dann von Johnny. Und wenn er größer ist, dann gingen die Schuhe immer weiter runter. So war das. Ich habe selber es nicht vermisst, irgendwie viel zu haben. Man hat alles geteilt. Also wir haben ein Fahrrad gehabt für mich und Jimmy. Die hat uns beide gehört. Das war einfach so. Das war unser Fahrrad. Und ich hatte nie das Gefühl, warum habe ich nicht ein eigenes Fahrrad? Werte, die auch Mama Barbara ihren Kindern vermittelt hat. Tragischerweise stirbt sie 1982 mit nur 36 Jahren. 13 Kinder und Vater Dan bleiben zurück. Jetzt heißt es umso mehr zusammenhalten. Kathi hat sich um Angelo und Maite gekümmert, weil meine Mutter verstorben war. Angelo war nur ein Jahr alt. Es war verrückt. Es war eine ganz schlimme Zeit für die Familie, also eine sehr schwierige Zeit. Keiner wusste, ob mein Vater das schafft. Es hätte auch sehr einfach passieren können, dass wir alle ins Heim gelandet sind. Angelo hat viel geschrien, zum Beispiel als Kind, weil er wahrscheinlich, sag mal, Mutter gefehlt hat. Und wenn die Kinder dann Zähne bekommen, dann ist auch Horror. Und wenn die dann Koliken haben oder, keine Ahnung. Krank waren wir die meisten, also ganz selten. Wir waren relativ abgehärtet. Ne? Wenn man halt hier über das ganze Jahr gelebt hat, im Winter bei Minusgrad, im Sommer bei sehr warmen Temperaturen, weil es halt oben keine Klimaanlage gibt. Aber es hat funktioniert. Ich frag mich auch, wie das ging. Also wenn ich das mir heute überlege, was meine Eltern auf sich genommen haben, denke ich, es ist verrückt. Und man muss auch sagen, das habe ich aber später, so als ich älter war, ja, festgestellt, dass wir auch immer so ein bisschen auf der Flucht waren, weil wir waren nie in der Schule. Und eigentlich gibt es Schulpflicht. Und mein Vater hat das so gemacht, dass wir halt nirgendwo sässig waren, nirgendwo angemeldet waren und immer gereist. Und wir haben nur Homeschooling gemacht. Also das, was man jetzt durch Covid gelernt hat, ne? Hat mein Vater schon vor 40 Jahren gemacht, aber ohne iPads, sondern halt wirklich sitzen, schreiben und lesen lernen. Alle beide, ich will euch nicht mehr sehen. Wir wussten auch nie genau, wann wir wo sind oder irgendwo hingehen. Und wir hatten auch kein Telefon. Und wir hatten auch keinen Briefkasten, wo Leute uns eine Rechnung schicken können, was auch gut ist. Ne? also wir waren nirgendwo zu fassen, so ungefähr. Es war, kann man sich ja nicht vorstellen. Also ich wusste nicht, eine andere Familie, die sowas, und jetzt sage ich mal nicht nur für ein Jahr oder ein paar Monaten, sondern halt von 76 bis 94, wir reden über 18 Jahre, waren wir mit diesen Bussen on the road über ganz Europa. Denn 6 Jahre lang ist der Bus auch der Tourbus der Kelly Family.
Mit ihm erlebt die Familie auch ihren ganz großen Durchbruch. Ich bin sehr dankbar, dass ich dann bei der Kelly-Familie geboren bin. Das war natürlich eine Plattform, ein Geschenk, dass wir halt, dass es gut gelaufen ist, dass wir halt durch diese Tiefen und Höhen und Niederlagen und Rückschläge und Verluste von Mama und trotzdem dann das erleben dürfen, dass wir den Erfolg, den man sie nicht ausmalen kann. In diesem Bus war die Vision, dass wir eines Tages schaffen würden, dass wir eines Tages die Westfalenhalle füllen werden, ein Stadion mit 50.000 Menschen füllen werden. Und wir hatten nichts und wir waren auf der Straße. Wir waren finanziell sehr knapp, immer. Und dann, ja, 94 Herbst kam dieses Album Over the Hump und ging von der Straße auf die größten Bühnen. Spielten in Wien vor 250.000 Menschen. Also es war, die Story ist wie so ein Hollywood-Film. Ne? So von der Straße zu den größten Bühnen, die man sich vorstellen kann, in ganz Europa.